Nimm das Kiste. So. Auf einmal Kirchenchorgesang hier. Ach, guck mal. Florfliegen, gib her. Ja, das erinnert mich daran, dass ich recht bald mit euch Tränke brauen lernen möchte. Ja, mit euch zusammen, meine lieben Leute von heute, von gestern, von... Nee, mein, nicht unbedingt von gestern, aber von morgen. Was soll ich nur tun? Was du tun sollst? Mir nicht in die Sache reinlabern. Moinsen, Edgar Adley. Kann ich Ihnen bei etwas behilflich sein, Mr. Adley? Edgar Adley. Und nein, ich glaube nicht. Milo und seine verrückten Pläne. Milo? Er war mein Freund. Hatte vor ein paar Tagen einen genialen Plan für ein paar schnelle Galeonen. Ich sollte ihm nur in den verbotenen Wald folgen. Hätte ich gewusst, dass er Gift von einer lebenden Akromantula besorgen wollte. Ach, armer Milo. So ein Ende hat er nicht verdient. Eine was? Hört sich gefährlich an, auf jeden Fall. Ich denke, er hat es verdient. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Ah, danke. Ich kann gar nicht daran denken. Milos Leiche noch in der Höhle mit dem Flüchtigen. Der Flüchtige? Ah, Milos Name für die Akromantula. Er hatte ein Gespür für Dramatik. Als er starb, bat Milo mich, seine Taschenuhr mitzunehmen. Ein Erbstück. Damit seine Tochter etwas hat, das sie an ihn erinnert. Aber ich bin geflohen. Was wird eine Akromantula sein? Warum Akromantula-Gift? Warum sollte man für Spinnengift sein Leben riskieren? Spinnen? Als Zaubertrankzutat ist das Akromantula-Gift sehr wertvoll. Vor allem, weil man es, wie der arme Milo bewiesen hat, von einer lebenden Akromantula unmöglich bekommt. Vielleicht kann ich helfen. Wenn ich Zeit habe, kann ich nach dem Erbstück suchen, Mr. Adley. Sie können nicht zur Höhle der Akromantula gehen. Das wäre Ihr Tod. Bitte, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Dann wollen wir doch mal schauen. Nee, also in den verbotenen Wald gehe ich... Wo könnte diese Akromantula-Höhle sein? In den verbotenen Wald gehe ich höchstwahrscheinlich noch nicht. Ich weiß, ich sage immer irgendwas und mache es dann doch. Und manchmal sage ich Dinge, die ich machen will und mache sie dann nicht. Was haben Sie jetzt vor? Weiteren Schwachsinn zu machen, meine Gute. Moin! Die steht da mit dem Buch am Zaun. Dann lass uns doch mal in die Aufgaben gucken und sehen. Soll ich mal schätzen, welche Stufe für Akromantula nötig ist? Ich sage 15 bis 20. Aha, 5? Machen wir sofort. Gehen wir sofort hin, ne? Machen wir. Ich würde sagen, das ist für unser jetziges Level, ey, 30, ne? Also 20 Level einfach mal dazwischen, das ist doch langweilig, das machen wir. Schloss auf Stufe 1. Ich muss Schlösserknochen knacken lernen, weil, der redet gar nicht mit mir. Ja, nö, dann ist, glaube ich, diese Hütte hier, also diese Gegend hier auch völlig langweilig. Wir gehen gleich mal nach Hogwarts zurück. Oh, eine Truhe. Oh, Alter. Veredelte Duellier-Handschuhe. Ist besser als unseres, was wir jetzt haben. Was war das für ein Geräusch eben? Okay. Ja. Bringt uns 4 Punkte auf Offensive hinzu. So soll es sein. Hatten wir nicht sowieso irgendwas? Ach nee, wir hatten etwas, das ab Stufe 11 vorteilhaft ist. Und wir haben noch keine Stufe 11. Immer noch nicht. Verflixte Axt, wir haben massig... Was hier hinten, wie schön dieser Ärger hier mit den Fenstern. Ja, so rein von der Schönheit her. Es regnet. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Ja, kann man so sagen. Das gefällt mir. 45 Ocken. Das gefällt mir auch. Ockens Razor. Ja, also
Es will uns jetzt zur Akrumantula-Höhle bringen. Weißt du, diese Queste, die wählen wir mal lieber schleunigst ab. Wir gehen in den Unterricht Zaubertränke, würde ich sagen. Und hierfür müssen wir zurück nach Hogwarts. Hogwarts. Warte mal. Truhen. Ich sehe Truhen ohne Ende. Hä? Aber die Truhen sind alle in Häusern, glaube ich. Protego. Entschuldigung. Ja, nee, die Truhen sind hier alle in Häusern drin, ne? Oder? Ja. Was ist das? Nadelstreifenschal. Ich habe Industriestreifenschal gelesen eben. Frag mich nicht. Manchmal macht mein Kopf Dinge. Und ich mache dann einfach nur. Ich mache dann einfach nur. Hä? Hallo, wie schön Sie zu sehen. Das finde ich toll. Warte mal. Ach so, das ist eine Queste. Ja, ja, ja. Ich verstehe schon. Da unten scheint eine Höhle zu sein. Ja, hier kommen wir nicht rüber. Ich wollte ja jetzt eigentlich nach Hogwarts, ne? Wollte ich irgendwie. Ja. Ach, weißt du? Gehen wir doch eine Runde schwimmen. Ja, gehen wir eine Runde schwimmen. Ich sehe da drüben eine interessante Struktur, die wir noch nicht aufgesucht haben. Ja, nee, also das Merlin-Rätsel, das soll mir jetzt mal... Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ja. Ja, wird sowieso wieder irgendwas sein, womit wir nichts anfangen können. Lala. Da unten sind irgendwelche Sockel, glaube ich. Ich gehe da tatsächlich mal runter. Ich versuche, da runter zu kommen, ohne mir das Hälschen zu brechen. Und, wow, Alter. Wir schauen mal. Da fliegen Dinge raus. Aha. Ich kann jetzt nur raten. Levioso. Lumos. Ja, also ich bin hier überfragt und deswegen, also hier gibt es wohl jede Menge Alter, das ist gefährlich, mach doch nicht sowas. Ja, nö, also ja, also das werde ich mir mal dann demnächst zu Gemüte führen. Ähä? Entweder füttert man das Tierwesen oder es futtert dich, wenn du weißt, was ich meine. Ähä? Tierwesen füttern, futtern? Du bist die Plage, die Treadwell befreit hat. Oh! Na, das ist ja lustig. Du solltest flüchten. Ja, das tue ich gerade. Und zwar so schnell, wie ich kann. Oh. Perfekter Treffer. Ja, das kann man so sagen. Halt! Oh, zu brutal. Alter! Ja, du kriegst mich nicht. Ich kann schwimmen und du nicht, oder? Der kommt mir tatsächlich hinterher. Er will noch Hogwarts oder was?
Der war alleine. Der war alleine. Hätte ich das geschickt angestellt, hätte ich ihn erledigen können. Aber so wie ich es getan habe, natürlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was für einer das war. Es ist komisch, da fliegen Schmetterlinge herum. Pilze, gib her. Okay, also interessant, dass hier so viele Krampen herumfliegen. Guck mal, Blutegelsaft. Könnte man ja auch mal zwischendurch mal einstecken. Ich darf nicht vergessen, dass ich vorhin so ungefähr eine halbe Folge zu wenig hatte. Aha. Na super. Huhu. Aha. Ein Bett. Vielleicht ist er ertrunken, wer weiß. Ich weiß nicht, ob man das in diesem Spiel... Mhm. Ah, was ist das denn? Eier einer Arschwinderin. Was? Warte mal, Arschwinder sind diese Hexen. So, also die Hexen haben Eier? Was ist das für ein Quatsch? Aha. Und er brummelte irgendwas von einem Tierwesen. So. Was ist hier los? Was ist da passiert? So, wie viel ist aufgenommen? Also eine Folge jetzt. Ja, wir schauen mal. So. Das Vögelein hat wohl per Pathfinding nicht mehr nach Hause gefunden. Ich will mich gar nicht über ihn lustig machen, ne? Nachher. Was haben wir denn da? Aha. Wer seid ihr denn? Aha. Jetzt mal ehrlich, wir haben die nervigsten aller Vertrauensschüler. Was macht ihr hier? Für eine Venemosa-Tentakel auf dem Kopf. Ich will doch rüberschwimmen. So. Es reicht, wir machen jetzt Zaubertrank-Training. Ja, heute war schon irgendwie richtig schön spannend, ne? Und wer bis jetzt nicht begriffen hat, dass ich Dinge unkonventionell mache. Warte mal. Die Nase juckt immer wieder schrecklich. Ich will mir das da anschauen, was das da ist. Das sieht aus wie eine kleine Kapelle. Und es scheint eine Verbindung nach Hogwarts zu haben. Das heißt, wir können nach Hogwarts zurück. Ja! Und wir haben auch noch eine Duellierrunde vor uns. Eine Trainingsrunde mit einer Puppe. Die Puppentrainingsrunde wird wahrscheinlich das einfachste sein. Vor der Duellierrunde bebt mir der Busen und schlottert mir das Gemächt. Ja, das ist so einer meiner Lieblingssprüche. Ungefähr so wie halt, das ist gut, das ist gerecht, das ist ein Hut und der ist nicht schlecht. Ja, das sieht wirklich sehr interessant aus. Sieht aus wie eine kleine Kapelle, eine kleine Kirche oder so. Kann man hier hoch? Nö. Kann man da vorne irgendwo? Das sieht aus, als könnte man da hoch. Aha. Kann man nirgendwo? Was ist das für ein Hexenwerk? Zauberwerk? Sonstiger Quatsch. Hm? Da
Dann müsste doch hier raus können irgendwie. Ja, guck mal. Es funktioniert. Da bin ich doch mal gespannt. Das sieht mir eher wie ein Bootshaus aus, nicht wie ein... Aha. Aha. Sehr interessant. Sehr interessant. Bootshaus. Ort entdeckt. Flohflammen. Interessant. Gibt es hier auch irgendwas zu holen? Derzeit noch nicht. Oh, da ist eine kleine Kiste. Mit 51 Ocken darin. Ja, das war jetzt da mal gar nichts. Ich will mir noch mal einen netten Spruch abholen. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Oh, da sagst du was, Mädel. Ich war heute schon so weit weg und habe Dinge geguckt und... Na du. Wir gehen hier einfach mal hoch. In diese Richtung. Irgendwie ist mein Mauspad momentan und meine Maus mal wieder in einer schlechten Position, aber ich habe derzeit keine Lust, das zu korrigieren. Ich will hier erstmal raus. Das ist ja so interessant. So, also jetzt waren wir auch beim Bootshaus. Das wird vielleicht noch irgendeine Rolle spielen, später mal im Spiel. Jetzt momentan ist es einfach nur... Also ich werde mir mal merken, da ist dieser komische Kelch. Nicht zu verwechseln mit einem Elch. Nö, wirklich, sollte man nicht verwechseln. Und Elche sind zwar dämlich und vielleicht ein bisschen knuffig aus, sind aber saugefährlich, wenn sie in der Brunft sind. Ja, Brunft. So. Und wenn du denkst, nur die Hälfte von dem, was der Typ hier redet, ist Blödsinn, ja, dann denk noch mal drüber nach. Was tust du da? Lass mal sehen. Riesenhut auf dem Kopf. Und schwebt sich hoch. Komisch. Ich muss mal einen Schluck was trinken. Wenn ich das da so sehe, möchte ich was Stärkeres trinken. So, auf geht's. Ich muss noch ein bisschen... Ja, warte mal kurz. Ja, tatsächlich, das Mauspad hängt nicht nur auf 7:30, das ist schon, jenseits von Gut und Böse. So, wir wollen Tränke bauen lernen. Und hierfür müssen wir hier runter, dann hier durch. Habe ich jetzt eben gerade schon wieder diesen ekelhaften Dief gehört? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Nee, also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Hier sind lauter komische Dinge. Irgendeine Schale interagieren. Kann man drehen. Aha, da sind Nummern drauf. Und Symbole drunter. Aha, Moment. Also das da drüben macht drück, drück, drück und man hat eine... Ah ja, nee, die sind locked in place, wie es aussieht. Ich glaube, ich weiß. Das ist so ein Change-Rätsel. So, hör mal auf. Wir sind jetzt hier auf der 1, gut. Jetzt stellen wir das auf die 2. Bei irgendeiner Sache wird sich irgendwas von denen hier drehen lassen. Entschuldigung, ich muss das ausprobieren. Ich nehme zwar an, dass es das Gegenüber ist, was sich dann irgendwann drehen lässt. Ich würde einfach im bleiben. Das ist die 3. Und ich entschuldige mich jetzt schon oder bitte um Entschuldigung. Man bittet eigentlich um Entschuldigung. Sich selbst entschuldigen kann man nicht. Das ist ein großer Fehler, den alle machen. Also ich bitte um Entschuldigung, wenn das jetzt hier totaler Blödsinn sein sollte, was ich jetzt hier gerade veranstalte. Die 4.
Ja, es sieht so aus, als wäre es Blödsinn. Aber Ideen, ne? Man arbeitet mit Ideen. So, also, nö, ich denke mal, es gibt nur 4 Stellungen. Jetzt wird es wieder auf die 1 gehen. Ja, genau. Da muss mehr dahinter stecken. Hier sind auch solche Symbole vorne. Ich guck noch mal ein bisschen hier hinten so rum. Ach du Ärmster, wer hat dich mit diesem Fluch belegt? Du Ärmste. Bist du ein R? Ja, kann man so nicht sehen. Sollte man auch nicht assumen, ne? Weißt ja Bescheid. So, ich höre ja schon auf, Blödsinn zu machen. Heute übrigens ist das Ruckeln weg wieder. Da war wohl wirklich letztes Mal irgendwas am Updaten oder was auch immer. Ich versuche zwar solche Dinge zu vermeiden, aber ja. Das muss man erstmal hinbekommen. Wir haben hier mit Sicherheit auch noch Sachen. Was haben wir hier? Was haben Sie jetzt vor? Ich will Zaubertränke lernen. Ja, wird sicherlich interessant. Ach, hier ist der lustige Brunnen, den ich so gerne mag. Letzte Woche habe ich einem Zweitklässler einen Knieverkehrungsflug verpasst. Echter Triumph. Er hat einem Zweitklässler einen Knieverkehrungszauber verpasst. Warte mal. Wo sind wir hier? Ach so, Gewächshäuser, okay. Ich dachte, wir wären woanders. Ja, das kann schon mal passieren.